Echographie oder auch Ultraschalluntersuchung genannt, ist ein wichtiges Untersuchungsverfahren in der Medizin. Ich habe selbst diese Untersuchung zweimal gemacht und habe die Frage gestellt: Wie funktioniert dieses Verfahren? Wie bekommt man auf den Sonden ein Bild der Gewebe? Und wie wurde dieses Verfahren zur Diagnose und Behandlung von Tumoren eingesetzt? Herzlich willkommen. Das Thema des Podcasts geht es um die Darstellung neuer Nanopartikeln, die in der Ultraschalluntersuchung von Tumoren eingesetzt bzw. die Bedeutung der Partikelgröße und ihre Bestimmungsmethode. Die Ultraschalluntersuchung Ultrasound Imaging auf Englisch basiert auf der Reflexion von Ultraschallwellen an Grenzflächen zwischen Geweben. Das bedeutet, hochfrequente Schallwellen lassen sich durch Gewebe ausbreiten und die zurückgestreuten Wellen werden dann verwendet, um ein Bild zu erstellen. Dieses Verfahren gewinnt aufgrund seiner nicht ionisierenden Strahlung und einfachen Handhabung an Bedeutung. Bei der Ultraschalluntersuchung wird eine Sonde direkt auf die Haut positioniert. Vorher wird auf die Haut eine dünne Gelschicht aufgetragen, damit die Ultraschallwellen von der Sonde durch das Gel in den Körper übertragen werden. Aber warum hört man nichts? Die Ultraschallwellen weisen Frequenzen ab 20 kHz bis 10 GHz auf, die oberhalb des Hörfrequenzbereichs des Menschen liegt. Die Echographie dient zur Bildgebung der Gewebe. Wie wird dann das Verfahren zur Krebsdiagnose und Behandlung eingesetzt? Der Einsatz der sogenannten Mikrobubbles ermöglicht die Krebsdiagnose und Behandlung. Sie sind gasgefüllte Mikrobläschen eines Durchmessers von 1 bis 8 Mikrometer, die als Kontrastmittel der Sonographie angewandt werden. Mikrobläschen bilden sich aus einem Gas, häufig Perfluorpentan, und eine stark kohäsive und unlösliche Hülle, zum Beispiel auf Basis von Proteinen, Phospholipiden oder Polymeren, die eine verlängerte Zirkulation ermöglicht und eine Beseitigung und Entfernung aus dem Kreislauf durch das Immunsystem verhindert. Sie gewinnen im Bereich des Werkstofftransports an Bedeutung und zeigen eine starke Streuwirkung der Ultraschallwellen, was die Auflösung der Bildgebung verbessern kann. Aber sie erfüllen nicht die Voraussetzung einer effektiven Extravasation in den Tumor, da die Porengröße der meisten Tumoren zwischen ungefähr 380 bis 780 Nanometer liegen. Eine Alternative ist die Entwicklung von werkstoffbeladenen Nanopartikeln, die sich im Tumor ansammeln und dann unter Bestrahlung zu Mikrobläschen expandieren können. Als Trägermaterial kommen die biologisch abbaubaren und biokompatiblen Copolymere, die von der Food and Drug Administration als Arzneimittelträger zugelassen wurden, wie zum Beispiel Polyethylenglycol Coelactid oder Polyethylenglycol Coepsilon-Caprolacton zur Anwendung. Wir kommen etwas näher auf die Komponenten. Das Perfluorpentan bleibt bei Körpertemperatur flüssig, obwohl es bei Atmosphärendruck eine Siedtemperatur von 29 Grad Celsius hat. Aber unter Wirkung der Ultraschallwellen verdampft das flüssige Perfluorpentan. Dies führt zum Übergang der Nanotropfen zu Blasen. Die Entwicklung von Trägermaterialien auf Basis von biobasierten Polymeren steht im Fokus der Wissenschaftler. In diesem Podcast spreche ich über ein neuartiges und fiffiges Prof-Copolymer aus Cytosan und Lactid. Cytosan oder Diglycosamin genannt ist ein Polysaccharid. Es wird durch die Acetylierung von Cysin oder N-Acetylglycosamin genannt erhalten, mit einem Deacetylierungsgrad oberhalb 50%. In der Natur kommt Cysin auch in einigen Pilzen, Hefen und Kieselalgen. Es spielt für die wirbellosen Tiere, zum Beispiel für Insekten, Spinnentiere und Krebstiere, eine ähnliche Funktion wie die Zellulose bei Pflanzen. Das Cytosan ist biologisch abbaubar, biokompatibel, nicht toxisch und antibakteriell.
Polylaxid ist biologisch abbaubar und biokompatibel. Der Rohstoff Meersäure kann sowohl auf petrochemischer Basis als auch fermentativ mit Hilfe von Mikroorganismen hergestellt werden. Wie lässt sich dann das Copolymer bzw. die Nanoteilchen herstellen? Das Chitosan lässt sich bei geringem Deacetylierungsgrad und höherem Molekulargewicht nur in Säuren lösen. Die Schwerlöslichkeit schränkt seine Umwindung ein. So wird das Chitosan vor der Copolymerisation oxidativ zu Oligosacchariden abgebaut. Die Hydroxy- und Aminogruppen an der Hauptkette reagieren als Nukleophile. Sie greifen an der Carbonylgruppe des Lactids an und führen zur Öffnung des Rings. Das Propf-Copolymer wird anschließend mit Perfluorpentan durch eine Doppelemulsion und Lösungsmittelverdampfung zu Nanotropfen umgesetzt. Hat die Größe der Teilchen eine Wirkung auf die Kompatibilität? Ja, ein wichtiger Aspekt beim Einsatz von Nanopartikeln ist ihre Toxizität. Sie wird durch ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften bestimmt, wie zum Beispiel große Form, spezifische Oberfläche, Oberflächenladung und die Oberflächenaktivität. Die kleine Größe von Nanopartikeln ermöglicht deren Transport in das Blut nach Migration durch die endothelialen Barrieren, die als innere Zellauskleidung von Blutgefäßen dienen, und anschließend gelangen in verschiedenen Organen und Geweben wie Gehirn, Herz, Leber, Nieren, Nervensystem und so weiter. Studien, die die Wirkung der Toxizität von Nanopartikeln auf den Körper untersucht haben, zeigten, dass Nanopartikel Thrombosen verursachen, indem sie die Aggregation von Blutplättchen erhöhen, können auch Entzündungen der Atemwege, neurodegenerative Erkrankungen, Schlaganfall auslösen. Die Nanopartikel können zusätzlich zu Organen und Geweben in Zellen, das heißt in Mitochondrien und Kerne eindringen. Dies kann den Zellstoffwechsel verändern und zu Mutationen und letztendlich zum Zelltod führen. Wie werden dann Teilchengröße bzw. Teilchengrößenverteilung bestimmt? Die Partikelgröße sind dann eine wichtige Größe. Sie wird in dieser Veröffentlichung mittels der Photonenkorrelationsspektroskopie, PCS abgekürzt, bestimmt. Das Messverfahren basiert auf der Lichtstreuung. Das Laserlicht wird in die Dispersion von Partikeln geleitet. Der Lichtstrahl wird von Partikeln in allen Richtungen gestreut. Die Streuintensität wird dann zu verschiedenen Zeiten gemessen und anschließend wird durch die Änderung der Streuintensität die Partikelgeschwindigkeit bestimmt. Aus der Partikelgeschwindigkeit wird dann die Partikelgröße berechnet, sowie die Diffusionskonstante. Aber welcher Zusammenhang besteht zwischen Partikelgeschwindigkeit und Partikelgröße? Bei der Auswertung wird nicht die absolute Streuintensität, sondern das Schwankungsquadrat der Streuintensität beobachtet. Warum? Durch die Brownsche Molekularbewegung kommt es zu Konzentrationsschwankungen in der Lösung, die letztendlich zur Streuung führt. Diffundieren die Teilchen schnell, dann kommt es zu schnellen und starken Intensitätsschwankungen mit der Zeit. Während bei langsamer Diffusion wurde langsame Intensitätsschwankungen beobachtet. Normalerweise diffundieren die kleinen Teilchen schneller als die großen. Das lässt sich auf Basis der klassischen Mechanik erklären. Die Lösmittelmoleküle weisen je nach Lösmitteltemperatur eine bestimmte Maxwell-Geschwindigkeitsverteilung auf. Darauf ergibt sich eine mittlere Geschwindigkeit bzw. eine Geschwindigkeit für das Maximum der Verteilungsfunktion. Somit stoßen die Lösmittelmoleküle mit dieser mittleren Geschwindigkeit mit den gelösten Teilchen zusammen und übertragen beim Stoß Energie auf die Teilchen. Da die Teilchen stets im Mittel die gleiche Energie miteinander austauschen, erhalten diese im Mittel die gleiche kinetische Energie. So weisen die großen Teilchen bei gleicher kinetischer Energie eine geringere Geschwindigkeit auf. Kommen wir nochmal zur Streuung. Trifft eine elektromagnetische Welle auf Teilchen, so wird die Welle gestreut. Die von vielen Teilchen gestreuten Wellen
können konstruktiv bzw. destruktiv interferieren. Bei der Photonenkorrelationsspektroskopie wird innerhalb kurzer Zeit zum Beispiel alle 10 Mikrosekunden die Streuintensität aufgenommen und mittels eines Komparators lassen sich die Signale vergleichen. Das heißt, die Ähnlichkeit zweier Signale bei unterschiedlichen Zeiten und bei gleichem Ort in der Misslösung wird geprüft. Ist das Zeitintervall groß, dann sind die Signale sicher nicht korreliert, das heißt, sie sind unähnlich. So ist die Vorhersage eines Signals zu weit späteren Zeiten unmöglich. Im Gegensatz dazu sind die Signale bei kleinem Zeitintervall stark korreliert. Die Zeit, nach der die Korrelation abfällt, ist ein Maß für die Diffusionsgeschwindigkeit der Teilchen. Nach Bestimmung des Diffusionskoeffizienten lässt sich dann den hydrodynamischen Durchmesser durch die Stokes-Einstein-Gleichung berechnen. Er ist der Temperatur proportional und der Viskosität und Diffusionskoeffizient umgekehrt proportional. Dies stellt sich heraus, dass die Temperatur ein wichtiger Parameter ist. Die Temperatur beeinflusst neben der Geschwindigkeit der Teilchen auch die Viskosität der Lösung. Aus diesem Grund muss man streng darauf achten, dass die Temperatur konstant ist. Daneben bildet sich bei geladenen Teilchen eine diffuse Doppelschicht an der Oberfläche, die den Diffusionskoeffizient beeinflusst und zur Verfälschung der Messungen führt. Die Verringerung des Effekts kann durch Auswahl des Lösemittels erreicht werden. Eine höhere elektrische Leitfähigkeit der Lösung führt zu einer Abnahme der Doppelschicht. So ist daher die Auswahl eines geeigneten Lösemittels sehr wichtig. Wie wird die Teilchengrößenverteilung erhalten? Die Teilchengrößenverteilung wurde durch Auftragung der relativen Streuintensität erhalten und anschließend wurde den sogenannten Polydispersitätindex PI als Maß für die Breite der Verteilung erhalten. Bei einem PI-Wert von 0 hat man monodisperse Partikeln. Bei 0,1 bis 0,2 ist die Verteilung vergleichsweise eng und bei einem PI-Wert von 0,5 ist die Verteilung sehr breit. Die in dieser Veröffentlichung hergestellten Nanopartikel auf Basis von Cytosan geprobten Polyl-Oxid hatten eine mittlere Teilchengröße von 101 Nanometer und einen PI-Wert von 0,12 mit einer engen Verteilung. Sie weisen eine gute Biokompatibilität auf und hatten fast keinen Einfluss auf das Zellwachstum. Daneben zeigten die Nanopartikel eine verbesserte Ultraschallbildgebung. Sie stellen dann ein versprechendes Ultraschallkontrastmittel im Nanometerbereich dar. Wir kommen zum Ende. Ich hoffe, dass das Thema Ihnen Spaß macht. Danke Ihnen für das Zuhören und ich wünsche Ihnen ganz herzlich alles Liebe. Bis bald. Tschüss.